Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören, aber was wünschen Sie dem Main-Taunus-Zentrum zum 60. Geburtstag? Alles Gute und weiter so machen. Okay, dann habe ich noch ein kleines Quiz. Was glauben Sie, was ist am Ende vom Main-Taunus-Zentrum? Parkplatz. Nee? Nee. Ich weiß nicht, ob man jetzt kompliziert oder einfach denken soll. Ich hätte jetzt fast Frankfurt gesagt. Was ist am Ende vom Main-Taunus-Zentrum? Ich glaube, das Kino da vorne. Also, ich weiß nicht, welches ist das Ende. Nee, das Kino ist es nicht. Eine Baustelle. Soll ich es Ihnen verraten? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Es ist der Buchstabe M. Alles klar. Ist immer am Ende vom Main-Taunus-Zentrum. Da haben Sie recht, ja. Was ist die beste Zeit zum Shoppen? Also, ich bin kein Morgenmensch. Ich gehe gern so 15 Uhr oder so los. Also, Männer mögen früh shoppen. Meiner nicht. Meiner eher ab nachmittags. Was sagt ihr dazu, dass Männer gerne zum Frühshoppen gehen? Viele Männer denken auch eher praktisch. Und dann bietet sich das natürlich an, früher zu gehen, wenn nicht so viel los ist. Warum gehen Männer gerne zum Frühshoppen? Dann sind sie schneller wieder zu Hause. Was glauben Sie, was ist am Ende vom Main-Taunus-Zentrum? Der Taunus. Nee? Das ist der Beinster, der Dummfrager. Das ist der Dummfrager, ja. Genau, da kommt doch irgendwas Blödes wieder mal rum, wo ich immer sage, wie kann man nur so blöd sein? Das kann am Ende sein. Höchst. Ja, fast. Höchster Zentrum. Es ist der Buchstabe M. Ach so, okay, ja. Sowas war mir schon klar, dass das rauskommt. Gesagt, wir fallen nie drauf rein, wir sind drauf reingefallen. Leicht bei dir. Der FFH-Dummfrager. Die neueste Folge immer dienstags in Guten Morgen Hessen bei Hitsradio FFH.